Der Bitcoin hat in den letzten Tagen und Wochen fulminant zugelegt, visierte sogar wieder alte Rekorde aus dem Jahr 2017 an und war nicht mehr so weit weg von der 20.000-Dollar-Marke. Aber dann am Donnerstag starke Rücksetzer. Angesichts dieser fulminanten Kursrallye, welche wir in den letzten Wochen und Monaten eben gesehen haben, bleiben klar selbstverständlich Gewinnmitnahmen nicht verwunderlich. Anleger wollen Kasse machen. Das ist auch legitim. Das war zu erwarten. Und ja, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir jetzt mittlerweile dann eben auch schon wieder einen heftigen Kursrücksetzer gesehen. Der Kurs fällt bis um 6-7%. Und das, ja, ist schon doch eine Hausnummer. Gleich sprechen wir über das weitere Potenzial der Kryptowährung, schauen auf den DAO-Rekord und bei den Top-Empfehlungen geht es um das britische Pfund und Hewlett-Packard. Das alles heute bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Für die einen ist der Bitcoin langfristig gesehen der nächste sichere Hafen, für die anderen weiterhin eine sehr risikoreiche Anlage. Wie steht's denn jetzt um das Potenzial der Kryptowährung? Ja, man muss sich aus Anlegersicht hier immer vor Augen halten, wir haben es mit einer wirklich hochriskanten Anlageklasse zu tun. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre so weitergehen. Ja, das muss man sich einfach verdeutlichen. Und letztendlich haben wir auch noch keine wirkliche Regulierung. Man ist zwar dabei, aber so wirklich hat man hier auch ja den Anleger noch nicht in Schutz genommen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. So, die Volatilität ist nicht zu vergleichen mit dem eben zum Beispiel, den wir im DAX sehen oder im Dow Jones oder in anderen Währungen. Aber man kann hier natürlich die ein oder andere Kletterpartie, die wir gesehen haben, auch noch in der Zukunft erwarten. Selbstverständlich sollte aber im Gegenzug auch mit großen oder größeren Abwärtsrisiken jederzeit rechnen. Im Hinblick bedeutet das auf die 20.000-Dollar-Marke, dass wir die ja vermutlich eines Tages oder vielleicht auch in den nächsten Wochen irgendwann sehen werden, vielleicht dieses Jahr noch, aber spätestens an dieser psychologischen, mentalen Marke von 20.000 Dollar rechne ich doch wieder mit verstärkt mit Gewinnmitnahmen, einfach aus psychologischer Sicht, dass wir ja doch dieses Allzeithoch, was wir im Jahr 2017, 2018 gesehen haben, dass das am Ende des Tages doch noch eine Nummer zu groß ist. Wir sprechen gleich über den Rekord an der Wall Street, schauen aber erst einmal auf den Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern und vertiefen wollt, dann schaut doch einfach auf die kostenlosen Börsenwebinare der Trading House Börsenakademie. Ganz bequem von zu Hause oder dem Büro könnt ihr da teilnehmen. Die nächsten Termine sind am 1. und 16. Dezember jeweils um 19 Uhr exklusiver Marktausblick mit dem Portfoliomanager André Stagge. Er wirft dabei einen Blick auf den kommenden Börsenmonat und stellt euch einige Strategien vor. Und am 20. Januar das Trendfolgesystem Bluestar richtig anwenden mit Ronny Bürger. Meldet euch am besten jetzt an, sichert euch euren Platz unter trading-haus.de. Dow 30.000, an der Wall Street feierten die Trader einen neuen Rekord. Noch nie zuvor war der US-Index über diese historische Marke gestiegen. Auch der Einstein der Wall Street, Peter Tuckman, ließ sich diesen Moment auf dem Parkett nicht entgehen. Aber ist beim Dow jetzt die Luft raus? Man hat es hier auch mit einer psychologischen runden Marke von 30.000 Punkten in dem Fall zu tun. Und das ist auch immer ein schönes Ziel, aus Anlegersicht Kasse zu machen. Erstmal. Und so ein bisschen auch die ganze fundamentale Datenlage sacken zu lassen. Okay, was bedeutet das vor allen Dingen für das nächste Jahr und vor allen Dingen jetzt auch noch für die kommenden Jahre, auch im Hinblick vielleicht auf eine mögliche Jahresendrallye. Wie man weiß, gilt eine Jahresendrallye in der Regel nicht bis zum Ende des Jahres, sondern eben auch darüber hinaus. Ja, also bis in den Januar, vielleicht sogar in den Februar hinein. Das ist noch so ein bisschen die Hoffnung, aber man versucht sich jetzt hier erstmal ja zu sortieren, die Fakten zu checken und man hat hier natürlich die Hoffnung, zumindest in der letzten Woche oder in den letzten Tagen gehabt, dass Janet Yellen hier doch ja die Konjunkturampeln doch wieder auf grün springen lässt und die Börsenampeln im Gegenzug dann natürlich auch. Und das ist irgendwo die Hoffnung, denn Janet Yellen steht hier für eine weitere
lockere Geldpolitik, eine ultra lockere Geldpolitik, die wir wahrscheinlich auch sehen werden. Man weiß, wer Janet Yellen ist, man weiß, mit wem man es zu tun hat, und das ist irgendwie auch das Schöne, denn Joe Biden vertraut auf diese Dame, und das kommt an den Märkten offensichtlich sehr, sehr gut an. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Zuerst geht es um das britische Pfund zum US-Dollar. Das Währungspaar tendiert seit Mitte März und einem Jahrestief von 1,1409 US-Dollar wieder aufwärts und konnte sich von den Tiefständen merklich zur Oberseite lösen. Allerdings ist das Paar zuletzt in einen markanten Widerstandsbereich der letzten Jahre zwischen 1,33 und 1,34 US-Dollar vorgedrungen und hat sichtliche Schwierigkeiten, seine Gewinne weiter auszubauen. Die Analysten sehen hier aber eine Long-Chance. Zunächst einmal sollten interessierte Anleger von einem kurzzeitigen Pullback ausgehen, ehe sich Bullen wieder blicken lassen. Aus mittelfristiger Sicht könnte dann Aufwärtspotenzial an das Doppelhoch bei 1,4376 US-Dollar freigesetzt werden. Und wir schauen auf Hewlett-Packard. Dass die Technologiebranche ja großer Antreiber der Börsen zuletzt war, ist überall bekannt. Computerhersteller konnten von der Rallye an den Aktienmärkten aber nicht in diesem Umfang partizipieren. Jetzt aber könnte die Stunde dieser Unternehmen gekommen sein. Grund hierfür bei Hewlett-Packard: ein Rekord bei den Auslieferungen im vierten Quartal. Auch hier sehen die Analysten der Trading House Börsenakademie eine Longchance. Der erfolgreiche Anstieg über den mittelfristigen Abwärtstrendkanal sowie die Kursmarke von 22 US-Dollar eröffnet der HP-Aktie nun Kurspotenzial von bis zu 24,77 Dollar und unterstreicht dadurch ein attraktives Long-Investment, so die Analysten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.